Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, Alhamdulillah, Wassalat, Wassalam, Ar Rasulillah, Wala Alihi, Wassahabihi, Ajma'in. Liebe Schwester im Islam, wir wollen, dass wir uns als Umma bewegen und dass wir diese Botschaft nach vorne bringen und dass wir die Menschheit mit der Erlaubnis des Allmächtigen Gottes von den Dunkelheiten des Unglaubens ins Licht des Islams führen. Und deswegen müssen wir uns alle bewegen. Und die Dawah ist keine Aufgabe, die speziell für Gelehrte oder für Tulabul Ilm ist, das heißt Leute, die den Islam studieren, sondern die Dawah-Arbeit ist eine Aufgabe für jeden Muslim. Wir sind gefragt. Und deswegen möchte ich Dawah-Tipps geben und heute Dawah-Tipps für Studenten. Wie kannst du als Student oder als Studentin Dawah in deiner Universität machen? So, wie? So. Und das fängt an. Und ich erwähne nochmal, eine sehr wichtige Eigenschaft des Da'i ist, dass er eine gewisse Verhaltensweise an den Tag legt. Erstmal, wenn du mit deinen Bekannten oder mit deinen Kommilitonen zusammen bist, was musst du tun? Du musst erstmal eine Ausstrahlung haben, dass du anders bist. Dass du anders bist als die anderen Studenten, die vielleicht auch aus der Türkei kommen oder aus arabischen Ländern kommen oder was auch immer kommen, die sich aber nicht islamisch benehmen. Sondern du musst eine andere Ausstrahlung haben. Und du musst einen anderen Charakter haben. Und du musst zeigen, dass du nicht für alle Dinge zu haben bist. Und gerade als Student, dadurch, dass es Studentenpartys gibt und was auch immer, wo man eingeladen wird, hat man immer wieder die Möglichkeit, diesen Unterschied zu zeigen. Dass wir anders sind. Und man hat immer wieder sehr gute Möglichkeiten, Anlässe zu erklären, warum man bestimmte Praktiken nicht durchführt. Zum Beispiel, Studentenparty. Kommst du mit auf die Studentenparty? Ja, man wird beispielsweise gefragt, ja, wie sieht's aus? Wir wollten nicht einladen, dass die und die Party und so weiter und so fort. Und dann, wie sollst du antworten? Wie antwortest du darauf? Ja? Und da versucht man wieder, da versucht man wieder nett zu sein, wie der Prophet a.s. gesagt hat, man yuhramul rifqa, yuhramul khair. Ja, okay, Makal. Wer verboten ist oder wem die Freundlichkeit fehlt, dem fehlt das Gute. Ja? Und hier sagt man dann zum Beispiel, wenn er sagt, ja, kommst du mit zur Abi, zur irgendeiner Party, keine Ahnung, Studienparty, dieses, jenes, Reggae-Party, dann sagst du nicht, wow, ihr seid alle Satan, oh, da gehe ich nicht hin. Ja? Aber wenn du natürlich das machst, dann werde ich sagen, was ist das für ein Psychopath? Ja? Sondern, dass du sagst, zum Beispiel, ja, man kann manchmal auch coole Antworten geben. Man muss sagen, auf solche Partys stehe ich nicht. Ich habe andere Partys. Partys für das Herz. Zum Beispiel, wir haben am Wochenende eine Sitzung in der Moschee. Das sind für mich andere Partys als die Reggae-Partys beispielsweise. Dass man einfach nett mit den Leuten ist, ja, dass man ihnen zu verstehen gibt, dass man an diesem Leben nicht teilnimmt, aber dass man trotzdem freundlich dabei ist und eine Alternative bietet. Ganz wichtig, Alternative bieten. Ja, wenn du nur sagst, das darf ich nicht, das mache ich nicht, das gibt es nicht, das gibt es nicht, da haben die das Gefühl, ach, die Arme oder der Arme, dem geht es ja so schlecht. Guck mal, wir haben immer Party, der hat gar keine Party. Musst du sagen, ich habe am Wochenende auch eine Party. Wir fahren alle zusammen mit einem Bus da und dahin zu einem Vortrag oder wir haben da und da ein Treffen und so weiter. Und bei uns im Islam, wir sehen solche Dinge als Dinge, die zu nichts Gutem führen. Ach, die führen zu nichts Gutem. Ja, aber man muss doch mal Spaß haben und so weiter. Ja, das stimmt. Also Islam verbietet doch Spaß gar nicht, sondern man muss Spaß auf erlaubte Weise haben. Und wir sehen das als eine nicht erlaubte Weise an, wenn zum Beispiel Alkohol getrunken wird. Alkohol ist doch schädlich, oder? Ja, okay, aber solange man nicht zu viel trinkt und so weiter. Ja, okay, nicht zu viel trinken, da hast du schon recht. Wenn man nicht zu viel trinkt, dann ist das nicht schädlich. Aber alle Leute, die heute Alkoholiker sind, die haben irgendwann mal gesagt, ich trinke ja nur wenig, ich habe mich ja unter Kontrolle, ich trinke ja nur ein bisschen. Und alle, die irgendwie mal mit dem Auto einen Unfall gebaut haben, weil sie besoffen waren, die haben auch gesagt, ich habe mich unter Kontrolle, ich weiß, wie viel ich trinke. Und deswegen glauben wir im Islam, dass man dem Satan gar nicht den kleinen Finger geben soll.
Oder aber man kann doch auch ohne Alkohol glücklich sein, oder? Oder kannst du nicht ohne Alkohol glücklich sein? Also ich bin sehr glücklich ohne Alkohol. Ich gebe euch nur ein paar Beispiele, natürlich nicht so, ich mache jetzt ein bisschen Schauspielerei. Ja? Aber auf diese Art und Weise kann man mit den Leuten reden. Dann, was wichtig ist, ihr müsst wissen, dass es prinzipiell diese Art der, des Studiums eigentlich eine Art ist, die wir im Islam nicht akzeptieren. Das heißt, dieser Ikhtilat, wo Männer und Frauen zusammen sind, etc. Und deswegen sollte man auch auf jeden Fall gucken, sowohl als Mann als auch als Frau, dass man immer einen gesunden Abstand zu den Mitstudierenden hat, zu den Kommilitonen hat. Es ist immer einen gesunden Abstand zu den Kommilitonen des anderen Geschlechts. Ja? Das ist auch ganz wichtig und dadurch zeigt man auch eine gewisse Reife. Gerade Frauen können manchmal einen unheimlichen Einfluss haben auf beispielsweise einen männlichen Kommilitonen, wenn sie sich auf diese Art und Weise verhalten. Dass sie also ein bisschen Abstand haben, aber dennoch im Unterricht ihre Noten gut schreiben und etwas im Kopf haben. Das ist etwas, was viele Männer unheimlich beeindrucken, was sie vielleicht, natürlich sollst du das nicht machen, damit sie von dir beeindruckt sind, sondern dass sie von dir beeindruckt sind und dadurch zum Islam kommen und sich Gedanken machen, warum ist dieses Mädchen anders? Dann, was wichtig ist, ist, in den Universitäten kann man auch viele aktive Dauerarbeiten machen. Das heißt, man kann mit Leuten ins Gespräch kommen. Hier muss man Argumentationstechniken lernen. Man kann Leute einladen. Ihr könnt selber in der Universität Dinge veranstalten. Und ihr könnt auch diese nicht-muslimischen Mitstudenten, Studenten die, oder Studentinnen, die könnt ihr einladen zu Sitzungen in der Moschee. Ich sage zum Beispiel, du gehst in die Universität und neben dir sitzt beispielsweise irgendjemand, ja, und du sagst halt zu ihm, ja, hör mal, hast du nicht mal Lust, am Wochenende mitzukommen? Weil viele Leute zeigen auch Interesse. Gerade junge Leute haben mehr Interesse an neuen Ideen. Deswegen ist es ganz wichtig. Dann das Gebet. Ist eine Dauerarbeit an sich. Wenn ihr beispielsweise in der Universität betet, entweder im Gebetsraum oder auch nicht, und ihr zeigt den Leuten, dass ihr die Religion ernst nimmt, da habt ihr schon eine ganze Menge gemacht. Der nächste Punkt ist, was ich jedem als Tipp gebe, ist, sich Broschüren zu besorgen, um Broschüren zu verteilen. Denn man hat nicht immer die Zeit, mit jedem eine halbe Stunde, eine Stunde oder länger zu reden, sondern oft ist die Zeit begrenzt. Und da kann man einfach mal sagen, hier, ich habe ein kleines Heftchen für dich. Ich habe ein kleines Büchlein für dich. Hier, ich habe dieses oder jenes für dich. Und das ist ganz wichtig. Und was ganz wichtig ist, erstmal nicht für die Religion schämen, sondern selbstbewusste Ausstrahlung haben. Denn die Menschen wollen niemandem folgen und zu niemandem gehören, der die Ausstrahlung von einem Schleimer hat. Das ist einfach so. Und das ist leider das, was, glaube ich, 90% der Muslime in Deutschland nicht verstanden haben. Sie denken, die Leute würden den Islam annehmen, indem man sich passiv verhält und sich verhält, als wenn man was zu verstecken hätte. Jemand, der was zu verstecken hat, ja, oder der sich verhält, als wenn er was zu verstecken hat, macht den Eindruck von einem Dieb, von einem Strauchdieb, von jemandem, der unehrlich ist. Und deswegen hat die Dawa von vielen Menschen auch keinen Erfolg, weil sie so eine negative Ausstrahlung haben. Menschen wollen jemandem folgen oder zu jemandem gehören, der selbstbewusstes eine selbstbewusste Ausstrahlung hat und hinter seiner Sache steht. Und deswegen sieht man, dass alle Religionsgemeinschaften, die heutzutage in der Missionierung bzw. in ihrem Aufruf viele Anhänger gewinnen, Gruppen sind, die rigoros sind und die konsequent sind und die ganz klar sagen, was wir machen, ist richtig. Das ist die Tatsache. Und deswegen ist der Gedanke, sich zu verstecken, immer vorsichtig. Diese Ehrfurcht vor dem Käfer, die muss man ablegen. Ansonsten ist die Dauer, wird die Dauerarbeit nicht erfolgreich sein. Viele Leute haben eine unheimliche Ehrfurcht vor dem Käfer. Da kommt jemand in die Moschee rein, jetzt müssen wir vorsichtig, hoffentlich, das Essen schiebt. Sie verhalten sich wirklich auf diese Art und Weise und dadurch ist ihre Ausstrahlung unehrlich. Und sie kriegen keinen vernünftigen Satz mehr aus dem Mund raus. Während andere Leute in Deutschland, die nicht viel Wissen haben, aber die eine Ausstrahlung von Azza haben, ja, die eine Ausstrahlung von Azza haben, mir fällt da eine Person speziell ein, ja, die ich auch von früher sehr gut kenne, ja, die nicht viel Wissen hat, die leider auch manchmal Sachen erzählt, die völlig falsch sind,
Aber diese Person hat eine Ausstrahlung von Izza, von Stolz für die Religion. Und der steht da voll hinter. Und deswegen nehmen die Leute den Islam an. Egal, ob der von Steinigung redet oder von Scharia redet oder von was weiß ich redet, die Leute nehmen den Islam an. Und das ist der Weg. In dieser Beziehung ist das richtig. Man muss eine positive, selbstbewusste, freundliche Ausstrahlung haben. Und jeder kann sich verbessern. Möge Allah uns alle verbessern. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.